Als feststand, dass Julian Nagelsmann nach München wechselt, gab es hier eine PK, wo er dann gesagt hat, keine Sorge, ich werde schon jetzt nicht den T6 starten und nach München fahren oder nach Leipzig fahren und dann noch ein paar Spieler mit nach München nehmen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie auch schon ein Auto reserviert, um dann im Sommer nach Gladbach zu fahren? Immerhin gibt es da mit Thuram und Bensebaini zwei Spieler, die vertragslos sind. Oder gab es da eine Absprache mit Gladbach, dass Sie erstmal die Finger vom Tafelsilber in Gladbach lassen? Unabhängig davon, dass ich glaube ich momentan nicht so offensiv nach Gladbach fahren sollte. Nein, da gibt es keine Absprache und ganz ehrlich, ich habe da lange gearbeitet, habe da Transfers getätigt und ich werde jetzt hier in Leipzig auch die bestmöglichen Transfers für diesen Club tätigen und da würde ich, wenn es möglich ist, natürlich auch in Gladbach mal schauen, was für Spieler da für Leipzig interessant sein können. Dementsprechend werde ich jetzt nicht sagen, dass ich aus Gladbach keinen Spieler hole.